Es riecht nach Frühling. Ich liebe diese Jahreszeit. Und mit dem Frühling beginnt auch unsere Geschichte. Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Ich bin übrigens Bataki. Ein Rabe, wie man unschwer erkennt. Wie heißt der Mantaki? Das ist auch so irgendwas Chinesisches. Das ist irgendwie so ein chinesisches Gericht bei irgendwelchen. Sieh dich nur um. Du befindest dich jetzt mitten in Südschweden auf dem kleinen Bauernhof. Ich sehe gerade, es gibt noch ein zweites Spiel. Nils Holgersson, wunderbare Reise, Freunde in Gefahr. Dann verwandelt sie sich in einen Pfeil und du bewegst dich langsam nach rechts bzw. links. Aber das Spiel ist jetzt halt auch nicht so, ne? Kannst du, nachdem sich deine Feder in einen Pfeil verwandelt hat, klicken und du springst ein größeres Stück voran. Okay. Trotzdem würde ich ganz gerne mal. Hier leben die Holgerssons. Fleißige und doch arme Bauern. Und zu allem Übel haben sie auch noch einen Sohn, der einfach zu nichts zu gebrauchen ist. Sein Name ist Nils. Nils Holgersson. Er hat nur Dummheiten im Kopf und ärgert den ganzen Tag die unschuldigen Tiere. Oh Mann, ist das früh. So früh. Ich kann bei dem ganzen Lärm überhaupt nicht mehr schlafen. Hey, du dummes Schwein, schnarch nicht so laut. Und du, Pferd, mach nicht so einen Krach beim Wassersaufen. Und wenn ich nicht mehr schlafen kann, dann soll die Katze es auch nicht. Wartet, euch werde ich helfen. Aha. So, jetzt? So, jetzt reicht's für heute. Hey, du fauler Hahn. Aufwachen! Die Sonne und der Frühling sind da. Musst du so rumschreien, Martin? Dabei bekommt man ja kein Hühnerauge zu. Wenn du so weitermachst, landest du noch im Suppentopf. Und du im Ofen. Nichts da. Ich werde einfach mit den Wildgänsen davonfliegen. Hey, wartet auf mich da oben. Nehmt mich mit. Ach was, du bist doch viel zu fett zum Fliegen. Eine Hausgans bleibt, wo sie ist und landet am Ende auf dem Tisch. Das werden wir noch sehen. Warte nur ab. Eines Tages werde ich mitfliegen. Nils, komm doch bitte ins Haus. Dein Vater und ich wollen jetzt in die Kirche. Ja, komm ja schon. So, ich habe gerade eben nochmal geguckt, was es eigentlich dieses Nils Holgersson ist, weil ich es selber gar nicht kenne. Und das ist ein Roman, eben sieht man ja schon, von einer Schwedin, aus dem Jahre 1906, 1907. Dass es schon so alt ist. Und es dreht sich um Nils, der sehr faul ist, wie wir schon merken. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob wir jetzt noch alles mitbekommen. Da bist du ja endlich. Dein Vater und ich gehen jetzt in die Kirche. Und stell keine Dummheiten an. Keine Angst, ihr kennt mich ja. Das ist es ja gerade. Und darum lernst du die aufgeschlagene Bibelseite auswendig. Du hast Zeit, bis wir zurückkommen. Oh nein! Und nicht vom Kuchen und dem Saft naschen. Der ist für den Besuch heute, hörst du? Macht euch keine Sorgen. Ich bin brav. Na, dann bis nachher. Wir müssen jetzt los. Was für den Besuch gut ist, ist auch für mich gut. Nein, das essen wir nicht auf. Wieso müssen wir jetzt eigentlich richtig böse sein in dem Spiel? Für den Besuch viel zu schade. Ich mag die Stimme von dem Nils. Lecker. Das kann sich doch kein Mensch merken. Der Nils, der Nils. Was bewegt sich denn da? Was ist denn das? Das muss ein Terrorist sein. Na, den schnapp ich mir. Was soll das? Das war jetzt ganz Zufall, dass ich das genauso gemacht habe. Dann wäre ich ja schön dumm. Ein Wichtelmännchen fängt man nicht alle Tage. Lass mich frei. Es soll auch nicht zu deinem Schaden sein. Na schön. Wichtel können zaubern. Das weiß doch jeder. Zauber mir einen riesigen Sack Bonbons herbei. Das heißt bitte. Na schön. Und ein großes Goldstück. Das auch noch?
Und außerdem sollst du mir die Bibelseite in den Kopf zaubern. Das reicht. Was zu viel ist, ist zu viel. Jetzt wirst du mich kennenlernen. Nein, bitte nicht. Haha, aus Groß macht Wein. So soll es sein. Genau das ist das, was ich spoilern wollte. Wir sind plötzlich genauso klein wie das Wichtelmännchen. Ja, und jetzt? Oh, können wir wieder so rausgehen? Wir sind so klein und die Katze... Oh, oh, die Katze hat uns gewittert. Wir sind ja wie eine kleine Maus jetzt. So sieht man sich wieder. Der große Nils Holgersson plötzlich ganz klein. Verschwinde, du blöde Katze. Was? Was ist mit mir nur passiert? Ach, das kann ich dir sagen. Der Wichtelmann hat dich verzaubert. Das geschieht dir recht. Ach, halt doch den Mund und mach, was du willst. Oh ja, das werde ich. Am liebsten fange ich ja Mäuse. Aber kleine freche Jungs schmecken bestimmt auch ganz gut. Was? Halt, tu mir nichts. Hilfe! Was soll ich jetzt machen? Ich kann mich nur noch in dem Heuhaufen hier vorn verstecken. Machen wir das doch. Hier bin ich wenigstens in Sicherheit. Weißt du, woran mich das gerade erinnert hat? Dass Haustiere jemanden in einer etwas anderen Größe sehen. Ich habe letztens ein Video gesehen von so einem Hund. Der hatte so sein Lieblingsstoff, Stofftier spielt hier. Ich bin wenigstens in Sicherheit. Es war, weiß nicht, auch so ein Männchen mit Ärmchen und Beinchen in lila und ganz komischen Augen. Und dann spielte er gerade damit so kraute ein bisschen drauf rum. Und dann kam halt ein Mensch verkleidet, genau in diesem, in diesem Kostüm, wie das Spielzeug ist. Und der Hund guckt einfach nur so auf so, das ist nicht möglich. Und springt dann voll um den rum und hat sich voll gefreut, das Ding zu sehen in lebensgroß. Während der andere Hund nur so voll so, okay. Und das ist total süß. Also, das hat mich gerade daran erinnert. Hier ist genau andersherum. Die Katze sieht ihn plötzlich in klein. Das Ding ist voll toll von dem Hund. Federn. Dir werden schon die Federn für den Ofen gerupft, Martin. Du landest vielleicht auf dem Esstisch. Ich nicht. Wartet, ihr Wildgänse. Wartet. Oh. Was geht hier vor? Und was ist das eigentlich für ein merkwürdiges Stroh um mich herum? Ja, du bist doch extra ins Stroh geflüchtet. Seht euch die Fette ganz am Boden an. Die will tatsächlich mit uns nach Lappland fliegen. Kann die eigentlich fliegen, Gänse? Na, guck mal, wie traurig der guckt. Wartet auf mich. So fett wie der ist, da könnte ja eher ein Schaf fliegen. Ein bisschen abspecken und dann geht das. Bisschen. Na, wartet. Das Lachen wird euch noch vergehen. Mach es nicht, Martin. Du fällst vom Himmel wie ein Stein. Den eingebildeten Wildgänsen werde ich es zeigen. Achtung! Ich komme! Nicht, Martin. Bleib hier. Ich will nicht in den Ofen. Auf Wiedersehen. Was passiert hier? Hopp. Ja. Ich fliege. Wartet. Ich fliege. Ich fliege. Auf nach Lappland. Oh nein, ich bin in der Luft. Hilfe, Mama! Hallo, nicht so schnell. Ich will mit nach Lappland. Moment, ich will nicht dahin. Lass mich sofort runter. Katzi, nun guck dir diese fette Gans an. Die stürzt doch gleich ab. Und was sitzt da für ein komisches Wesen auf dem Gänserich? Huch, wer krallt sich da in meine Federn? Ich bin es, Nils Holgersson. Wie? Was willst du denn hier mitten in der Luft? Darum also komme ich kaum vorwärts. Ruhe da hinten. Hier wird geflogen und nicht geschnattert. Ja, Mutter Akka. So, da unten auf dem zugefrorenen See werden wir übernachten. Alles klar machen zur Landung. Yippie! Na endlich. Von mir aus können wir weiterfliegen. Kein Problem für mich. Auf nach Lappland. Zeig mir nur die Richtung. Hopp. Oh, mir wird schwindelig. Oh, Mädel.
schon dunkel? Oh. Warum Martin, ist das Grauen nicht Martin, schwarz? Festhalten! Ah! Ach, jetzt müssen wir doch nochmal die ganzen Kinder. Oh, es tut mir leid. Martin, die Hausgans, lag völlig erschöpft am Boden. Nur mit Mühe hatte er es geschafft, auf dem zugefrorenen Vomsee zu landen. Jetzt lag sein langer Hals kraftlos auf dem kalten Eis. Während sich Akka und ihre Gänseschar ins Wasser stürzten, machte sich Nils große Sorgen um seinen Reisegefährten. Martin, Martin, nun steh doch auf. Wie soll ich denn ohne dich wieder nach Hause kommen? Martin, wenn ich dich doch bloß bis zum Wasser schieben könnte. Vielleicht macht dich ein kalter Schluck wieder munter. Ich probier's einfach. Ich muss Martin zum Wasser schieben. Ja, mach mal. Und da fliegen sie einfach weiter, ohne uns, die Säcke. Das ist so süß gemacht, das Spiel. Ich hoffe, wir müssen jetzt gleich noch das Minispiel machen. Hau ruck! Ich schaffe es einfach nicht. Martin, du bist viel zu schwer. Ich muss noch stärker schieben. So geht es nicht. Ich muss mir einen Trick einfallen lassen. Hätte jetzt unten drunter ja, die Holzsachen getan. Hier liegen überall kleine Stöckchen herum. Ja, genau. Wenn ich davon eine Handvoll vor Martin legen würde, vielleicht kann ich ihn dann über die Stöckchen rollen. Das war der Plan. So, jetzt schnell zu Martin. Das war das Erste. Ich brauche noch mehr Stück. Jetzt noch 3 Stück. Martin, halt... Das war's. Jetzt versuche ich, dich nochmal ins Wasser zu schieben. Willkommen. Ja. No. Der ist jetzt richtig fett, das stimmt. Ich dachte, es ist aus mit mir. Was ist passiert? Plötzlich wurde mir in der Luft ganz schwarz vor Augen. Ich musste eine Notlandung machen. Martin, ich dachte schon, du wärst tot. Darum habe ich dich ins Wasser geschoben. Was? Wolltest du mich ertränken? Nein. Begraben. Ja, ich weiß doch. Das Wasser hat mir gut getan. Danke, Nils. Nils war sehr stolz auf sich. Zum ersten Mal hatte er etwas Gutes im Leben vollbracht. Und zum ersten Mal bedankte sich jemand bei ihm dafür. Du siehst mir aber auch etwas blass aus, Nils. Ja, ich habe fast den ganzen Tag nichts gegessen. Dann wird es aber Zeit. Pass auf, wir fangen uns ein paar kleine Barsche. Roher Fisch? Na klar, schmeckt prima. Doch erst einmal müssen wir sie anlocken. Sieh dich mal um, ob du hier nicht ein paar trockene Grashalme entdeckst. Dann streife die Grassamen ab. Und ich hätte es eigentlich voll gerne so gemacht, dass man zum Beispiel die Minispiele erst spielen kann, wenn man das schon freigeschaltet hat. Also, dass man die quasi freischalten muss, damit man die spielen kann. Sonst hätte ich es auch verstanden. Sehr gut. Das wäre geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Geduld. Du wirst sehen, gleich zeigt sich der erste Fisch. Da ist einer. Na bitte, den ersten haben wir. Guten Appetit. Gar nicht mal schlecht, so ein roher Fisch. Besonders, wenn man Hunger hat. Für einen roher Fisch einen, oder? Bestimmt kommt noch einer. Ah. Wir müssen uns... Und wieder haben wir einen. Prima. Einen könnte ich noch vertragen. Das war Nummer 3. Wir sind gute Fischer, Nils. Oh, mehr schaffe ich auch nicht. Ich bin satt bis zur Zipfelmütze.
Ja. So.